richtig geil. Mal so. So ein New Experience halt, ne? Neue Monster, trotzdem Monster Hunter. Finde ich super. Macht halt unglaublich Laune. Vor allem, weil ich halt mit meiner Frau endlich mal wieder zusammenspielen kann. Weil wir haben angefangen zu streamen. Da hatte ich das auf der Xbox gespielt und sie halt auch. Und da haben wir zusammen auf der Xbox gezockt. Und dann bin ich auf den PC geswitcht. Ah, was geht ab? Robly Swagger, was für ein geiler Name. Robby. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir so? Ja, mit der Frau zusammen spielen. Also wir haben uns halt auch im Studium kennengelernt, deswegen. Also wir sind beide Game-Entwickler. Studierte. Vor 2000 Jahren. Und wir sind beide ziemlich heftige Gamer. Und das ist unser Ding so. Und wir hatten damals Monster Hunter World gespielt auf der Xbox. Zusammen halt. Zwei Xbox halt da, ne? Und ja, also wir haben das gelernt. Wir arbeiten nicht in diesem Beruf, weil du nichts verdienst und viel zu viel arbeitest. Ja, ich habe eine Zeit lang mal in der Richtung gearbeitet und habe da aber Virtual Reality Zeug gemacht. Das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Genau, und haben dann Monster Hunter gezockt. Also die zockt halt insgesamt hauptsächlich so. Ich erwarte ein Monster Hunter von deiner Seite aus. Wie meinst du? Das so, boah. Also das ist aber so cool, weil das hört sich alles so romantisch an mit dem Spiel entwickeln und so, aber das ist echt der Schmutz. Also das ist echt. Also ein Spiel entwickeln ist schon crazy, crazy krasser Aufwand. So. Deswegen, also das ist auch kein so ein Fun, ne? Du brauchst da sehr, sehr viele Leute. Und es ist halt, also man muss halt auch bedenken, was man alles tun muss. Also du musst halt echt krass viel tun, um ein Spiel zu entwickeln. So, also ein gutes Beispiel ist immer Constant Ape. Das ist der Typ, der Stardew Valley gemacht hat. Stardew Valley kennt man ja so. Der eigentlich denkt man, ja, ist jetzt nicht so ein großes Spiel. Aber der hat, glaube ich, 5 Jahre lang jeden Tag 8 Stunden lang an diesem Spiel gearbeitet. Damit es so da war, wie es dann, als es rausgekommen ist, da war. Also. Du brauchst Musik, du brauchst Programmierung, du brauchst Designs, du brauchst alles. Es ist halt, du machst quasi etwas aus nichts. Und das ist halt das Problem, ne? Deswegen, es macht auch nicht so viel Spaß, Spieleentwicklung. Es macht schon Spaß, aber nicht, wenn du ein Riesenprojekt hast. Weil man hat immer dieses, ja, ich will das so und so machen. Und dann machst du das so und so. Und dann fällt dir auf, ah, da fehlt das noch, da fehlt das noch, da fehlt das noch. Und schon arbeitest du 30 Mal so lange an dem Ding, was du eigentlich tun wolltest und so. Also, Und dann hat's einen Bug und deine ganze Arbeit war für den Arsch. ja, genau, und dann hast du einen Bug und deine ganze Arbeit war für den Arsch. So. Und dann weißt du nicht mal genau, warum der Bug da ist oder was der macht. Holy shit. So eine Grafik und so weiter, alles nicht so krank. Dann kann ich mir God of War und so weiter nicht vorstellen. Es ist crazy. Es ist crazy. Gerade God of. Deswegen muss noch mal gucken, wie viele Leute das machen. Also, das ist brutal, wie viele Leute das machen. Gerade im God of War. Und man muss auch bedenken, gerade bei so einem Spielen wie. Wie Stardew Valley ist es halt so, dass das halt alles gezeichnet werden muss, ne? Grafik ist aber auch nicht Arbeit. Also man muss mir bedenken, gerade bei Stardew Valley war das schon ein großer Aufwand mit der Grafik, das herzustellen, aber umso besser quasi die Grafik ist, heißt nicht automatisch, dass es mehr Arbeit ist, gerade wenn du sowas hast wie die Unreal Engine oder so. Das ist dann wie so ein Baukasten so ein bisschen. Da ist dann eher das Problem, dass das alles zusammenarbeitet. Was auch zum Beispiel, also jetzt so aus Entwicklersicht, ne? So Spiele, boah, Mausi, du bist tot. So Spiele wie, jetzt God of War ist krass, krass, krass gutes Spiel und das ist auch geil, weil es funktioniert alles und so. Aber ist gar nicht, also doch, ist schon viel Arbeit. Ihr müsst jetzt, ne, wir müssen das jetzt mit Vorsicht genießen. Es ist viel Arbeit, aber so Spiele wie zum Beispiel in GTA, also gerade GTA 5 oder Red Dead Redemption, da ist viel Arbeit. Also. Das ist richtig viel Arbeit. Das sind dann so 5 Millionen Zeilen Code oder so und das ist dann noch gar nichts und so. Also das ist dann wieder ultra crazy. Kannst gar nicht vergleichen mit einem normalen Spiel. Deswegen bin ich immer baff, wenn ich so ein Spiel wie Red Dead Redemption spiele, weil das ist so. Die haben an jeden Scheiß gedacht. So, du schießt auf ein Ölfass und dann läuft es aus. Sowas, weißt du? Es ist halt. Aber deswegen sind die Spiele halt auch so gut, weil die halt so einen krassen Zeitaufwand betreiben. Oder beziehungsweise die Leute so krass verschlafen. Ja, ich habe auch einen Kollegen, der arbeitet auch so in so einer Richtung und der hat auch teilweise einfach 36 Stunden am Stück gearbeitet oder so. Das ist halt crazy. Deswegen kann ich mir das nicht geben.
Aber es ist auf jeden Fall geil. Und deswegen auch, also wir zocken halt wahnsinnig gerne und die Maxi ist halt besser als ich. Ja. Doch, die Maxi ist besser als ich. Die spielt auch Raid dort und ich bin im Endeffekt nur der die ganze Zeit wegstirbt und sie ist eigentlich diejenige, die die ganze Arbeit macht. Auch wenn es spannend am besten ungefähr Überstunden ist, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, wenn CD Projekt Red so, es gibt keinen Crunch und alle werden gecrunched bis zum geht nicht mehr. So voll die neuzeitliche Versklavung. Dankeschön. Ich bin eigentlich noch Hüter. Denn normalerweise. Sieht so aus. Aber zurzeit, also gestern und heute hatte ich irgendwie keinen Bock, vorgestern. Das hat übrigens meine Frau gehäkelt. Ich hab kein Schamgefühl. Ja, der wollte wieder direkt gesehen, kam die Zunge. Entspann dich. Ich muss auch echt sagen, ich habe ein Riesenproblem mit Volvidon. Volvidon geht mir echt auf den Sack. Der ist nicht so beweglich. Der jumpt nicht so viel rum. Das ist Selfmade, ja. Ey, das Monster doch, das sieht so nervig aus. Es ist ohne Scheiß mit Abstand eins der nervigsten Viecher, die ich in überhaupt Monster Hunter jemals gesehen habe. Macht mich krank in die Pfeil. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich eigentlich auch nicht, aber die Rüstung von dem Ding hat Blindmord. Und dann kann ich meine Waffe schneller morphen. Dann geht das hier. Und das ist echt geil. Ich hätte auch Bock auf so einen Umbrella. Das ist übrigens der Grund, warum die Magde den spielt, weil es einfach ein abgefahrener Regenschirm ist. Das ist so cool. Deswegen spiele ich auch das Origami-Teil, weil es einfach cool ist. Fett. Guter Dodge. Scheiße. Ey, ihr seid noch wach. Ey, du bist ja noch wach. Was geht ab, Steffi Boy? Hallo, du Süßi. Wie geht's dir? Kannst du nicht schlafen? Wie reitest du den Volvidon? Ich bin tot. Bin ich das zweite Mal tot? Oder bist du das erste Mal gestorben? Okay. Einfach übergroßer Misttiere. Einfach ein übergroßer Mistkäfer der Plazentatiere. Bin wieder wach. Warum kannst du nicht schlafen, Boy? Oh Mist, das ist gerade so weird. Was für ein Ding, keine Ahnung. Was ekliges, glaube ich, aussieht. Also das ist echt eklig, Mann. Aber eigentlich ist es ja voll süß, weil eigentlich ist es ja so ein bisschen nach einem Armadillo nachempfunden, was ich eigentlich geil finde. Armadillos sind süß. Ich muss halt auch sagen, Armadillos sind ja Plazentatiere. Ach so, krass. Für 10.000 Sachen geträumt, bin aufgewacht, dachte, es ist 5 Uhr und bin irgendwie wach. Es ist, also ich meine, es ist sad, dass du jetzt aufgewacht bist und so, aber ich freue mich natürlich, dass du da bist, Freund. Ich bin gerade munter, als hätte ich 6 Stunden geschlafen. Nice. Ja, kommt manchmal vor, ne? Und manchmal schläfst du irgendwie eine halbe Stunde und wachst auf und denkst dir, scheiße, ich verpasse den Bus, aber du bist schon 32 und das ist Sonntag. Wieso, was ist hier los? Hä, wieso, was geht denn ab, Zeppel, was ist los? Okay. Was ist mit mir los? Ach so, meinst du, weil du dich so ausgeschlafen fühlst oder was?
Was ist denn hier los? Ja, aber außerdem, du hast auch Rise gezockt, oder? Und du bist aber auch Fraktion World, ne? Also was ich natürlich nachvollziehen kann, ne? Du mein Freund. Jetzt. Erstmal eine Kippe. Wirklich sterben. I try to, Orion, I try to. Jo, was passiert denn gerade? Ich kann den riden. Du kannst quasi, wenn Monster, also in World ist es ja so, dass du so, dass du diese Claw hast, wo du dich hinziehen kannst. Und hier kannst du, wenn das Monster quasi ein bisschen verwirrt ist oder gegen anderes Monster gekämpft hat oder du viel Schaden gemacht hast, kannst du das reiten und dann kannst du das nutzen und mit dem Monster angreifen und somit Schaden machen. Und das ist super cool. Am Anfang habe ich gedacht, was eine Scheiße. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ich finde es geil. Also es ist cool. Ist halt ein cooler Ersatz. Also ich würde nicht sagen irgendwie, also ich bin auch, ich bin immer mit diesen, also ich habe nicht so diesen World oder Rise, das sind beides coole Spiele, aber es sind halt unterschiedliche Spiele. So, für mich sind das einfach zwei unterschiedliche Spiele so, weil die spielen sich halt auch unterschiedlich. Das ist wie wenn man jetzt Generations Ultimate würde ich auch niemals mit World vergleichen, niemals. Weil Generations Ultimate ist ein mega geiles Spiel, aber es ist halt kram schwer. Also es ist halt Killer. Also wenn du aus World kommst und Generations Ultimate spielst, dann denkst du, du bist... Keine Ahnung. Hast nur noch einen Arm oder so. Genauso sehe ich es auch, wie beide Games. Ich finde beide super, ja. Also ich weiß noch nicht, wie das Endgame ist und so, aber mir macht halt so viel Spaß, weil ich endlich wieder mit der Maxi spielen kann. Halt vor allem im Stream auch spielen kann. Das ist halt so. Und die quartelt normalerweise auch übel viel. Die ist nur gerade voll konzentriert. Normalerweise redet eigentlich hauptsächlich die Maxi. Und ich bin eigentlich still. Deswegen haben wir da so bisschen mehr Luft. Ja, genau, so ist es einfach. Kannst du Katzen steuern in Genu? Ja, genau, warte. Muss ich kurz gucken. GU mache ich auch mal, muss ich auch mal spielen. Ich höre so viel Gutes von. Das ist halt wie so ein, man könnte echt sagen, wie so ein, ich sag mal so ein Best-of, weil es sind so voll viele, also es hat übel viele Monster. Und es gibt glaube ich, 27 verschiedene Levels. Also wie jetzt in World, halt gibt es ja 5 oder 6 und da sind halt 27, so 27 verschiedene Stages. So. Das ist halt voll krass. Also es gibt halt, es ist halt riesig. Also es ist einfach riesig. Und du, deswegen sage ich, das ist wie so ein bisschen so ein Best-of. Aber es ist halt krampfig schwer. Und das ist halt, du hast halt diese ganzen Erleichterungen, die du in World oder Rise hast nicht. Wie zum Beispiel, wenn du in Rise oder World an so einer Vorkommen hingehst, dann kannst du das einfach abbauen. Und in Generations Ultimate, das ist halt eher noch so wie die Old School, da brauchst du dann eine Spitzhacke und die Spitzhacke geht kaputt. Und da gibt es dann auch bessere. Und genauso ist es mit Angeln und mit Käfern und mit allem möglichen. Oder du hast nicht immer eine Karte, sondern du musst am Anfang, wenn du auf die Map kommst, musst du die Karte mitnehmen, damit du siehst, wo du hin musst. So. Also, oder du kannst das Monster auch nicht einfach finden, sondern du musst es dann mit einem Farbball abwerfen, damit du das Monster finden kannst. So. Die guten alten Spitzhacken. Hä, ja, was war? Ist, ach, wir haben schon nachgedacht. Maxi hat ihn gefangen. Ich bin nur da und laber und Maxi haut alles weg. Also 3 Jahre zum Durchspielen, jeden Tag 8 Stunden grinden. Also ich glaube, wenn du Generations Ultimate so durchspielen willst wie ein World, also so richtig mit so Hardcore-Grind am Ende und so, dann bist du lang beschäftigt. Und ich habe mir, wir hatten's bei dir im Stream, Ozzy. Ich habe doch gesagt, ich habe mir so ein 8-Bit-Do gekauft, ne? Ich hatte den letztens ausprobiert und kann ihn einfach an meine Switch anstecken und das ist so geil. Es ist so geil. Ich kann einfach meinen Controller von der Xbox benutzen an der Switch. Es ist so Luxus, ne? Es ist so Luxus. Deswegen kann ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Generations Ultimate spielen. Ah, Manju, was geht ab? Schön, dass du da bist. Hallo, Manju. Ein 8-Bit-Do. Das ist so ein Bluetooth-Stick.
Und der ist halt aber kompatibel mit allem. Du kannst also quasi... danke für den Lurk. Du kannst also quasi einfach den Xbox-Controller oder den PlayStation-Controller oder alles mögliche. Also du kannst auch einfach einen Switch-Controller dann mit dem PC verbinden oder kannst dann deine PlayStation mit dem Xbox-Controller spielen und sowas. Das ist halt mega cool. Das Ding kostet 20 auf Amazon und ist halt echt angenehm. Hallo Gemma, schön, dass du wieder da bist. Was geht ab? Scheiße. Ja, also wortwörtlich, ne? Und das ist halt das auch, aber jetzt habe ich halt auch Bock, demnächst mal irgendwie wieder ein bisschen Generations Ultimate zu spielen, weil ich habe halt, also ich muss halt sagen, die Controller von der Switch, die sind halt absoluter Schmutz. Also ich habe halt mit jedem Controller von der Switch immer einen Drift. Auch ich habe einen Pro-Controller da, der hat einen Drift. Ich habe die Joy-Cons, die haben einen Drift. Das ist einfach alles Schmutz. Ich versuch mal weiter zu schlafen. Gute Nacht, schlafe gut. Ob bei euch noch der Stream läuft. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, Deppi. Und süße Träume. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage. Oh ja, zum Kotzen die Controller. Ey, zum Kotzen. Das ist einfach absoluter Schmutz. So. Gehe ich mir auch nicht mehr. Gehe ich mir nicht mehr. Habe ich keinen Bock mehr. Und ein Swanny, dafür, dass ich dann... Ich habe eh 5 Xbox-Controller oder so rumflacken. Ein Swanny dafür, dass ich mit all diesen Controllern da spielen kann. Hey, let's go. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so easy funktioniert. Scheiße. Das ist auch so was. Du spielst ja hauptsächlich eigentlich die Dinge, ne? Die LS, also Longsword, ne? Ich wollte unbedingt Longsword hier spielen, ich bin einfach zu dumm. Ich bin auch mal weg, keine Lust wieder von Halloween ein Zombie, vor Halloween ein Zombie zu sein. Ist doch noch ein bisschen hin. Aber ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, Graham. Das war echt schön, dass du da warst. Gute Nacht, Ray. Schlaf und träum was Schönes. Er ist jetzt GS-Main. Echt, bist du jetzt GS-Main? Super GS-Main. Macht sie dir den Spaß? 8 Tage? Ey, Alter. Ja, mal, das schaffe ich. Azubi noch, lerne aktuell, oh ja, sehr sogar. Maxi spielt auch jetzt. So, ich ziehe auch mal in die eigenen Ecken. Danke für den Stream. Gern geschehen, Orion. Es war wunderschön, dass du da warst und ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Gute Nacht, Orion. Schlaf gut und träum was Schönes. Max, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Max, ich spiele Sonnenschirm. Ja, aber jetzt schon das dritte Lehrjahr. Es ist halt, also, ich finde... ich finde auf jeden Fall... Also ich finde Grapes auch mega geil, also das ist auch so eine Waffe, die ich einfach richtig cool finde. Maxi, du musst das alleine machen. Upsi Pupsi! Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Ahnung, wo lang ich jetzt. Also das ist auch so ein Problem, das regt mich an Rise ein bisschen auf. Ich verlaufe mich echt hart. Also ich habe mich in World auch schon hart verlaufen. Aber in Rise ist echt eine andere Nummer. Also ist das crazy. Wirklich, ich verlaufe mich nur. Und ich habe auch immer keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich gucke rein und du fällst runter. Ja, ist so. Ja, und jetzt habe ich keine Ahnung. Jetzt muss die Maxi den Volvidon alleine machen. Ich schau hier mal. So, Maus, wo bist du? Da. Pandels, okay, let's go, was geht? Ja, aber die Maxi regelt das. Die ist gut. Die ist sehr gut. Very good. Very good. Der habe ich damals fertig gemacht. Und das erste Mal fertig wäre ohne Maxi keine Möglichkeit gewesen.